leicht und sehr leicht beschäftigen können. Ja, Matthias Grinz, Feuerwehr Greven. Wir sind alarmiert worden zu Verkehrsabsicherungsmaßnahmen nach einem Verkehrsunfall. Also nach der Absicherung kam es zu einem Folgeunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Wir haben eine eingeklemmte Person vorgefunden. Korrekt, wir haben den Verkehr bei einem anderen Unfall abgesichert und infolgedessen kam es zu einem Auffahrunfall in der Staubildung. Ja, wir haben hier insgesamt ein Trümmerfeld von ca. 100 Metern vorgefunden. Die Autos sind stark deformiert. Und wir mussten eine Person aus einem Fahrzeug auch befreien. Wir haben insgesamt 9 verletzte Personen, eine Person lebensbedrohlich verletzt, 2 schwer verletzte Personen und die andere leicht verletzt, die betreut werden müssen und dann ins Krankenhaus transportiert worden sind. Genau, wir haben einen Orgelleiter Rettungsdienst vor Ort, der die Einsatzstelle von der rettungsdienstseitigen Seite betreut hat. Genau, der Hubschrauber war im Einsatz, um die eingeklemmte Person am Ende dem Krankenhaus zuzuführen. Also die Fahrbahn ist derzeit vollgesperrt und bis die Polizei diese wieder freigibt, das kann aber noch mehrere Stunden dauern. Ja, genau. Unter den verletzten Personen befand sich ein kleines Kind, was wir dementsprechend auch dem Rettungsdienst zugeführt haben. Das kleine Kind war schwer verletzt. Es waren insgesamt 6 RTWs, 2 KTWs und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.